Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start hier in den Hügeln Transsilvaniens unterwegs, denn wir setzen uns natürlich da fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in der gestrigen Folge. Da haben wir ja richtig gute Rothirsche geschossen, ein kleines Reh. Wir hatten aber noch Dammhirsche in der Region, die wir heute vielleicht hier finden können. Ich werde mich wieder unten Richtung dem Bach orientieren, denn den werden wir jetzt einfach weitergehen. Mit einem Blick auf die Karte sehen wir dann auch hier schon unser heutiges Ziel, nämlich hier den dunklen Bereich zu erkunden bis zu dem Einlauf von dem Fluss, und dann gehen wir entweder da noch weiter oder wir gucken mal, was wir auf dem Weg dahin schon finden. Kilometer Entfernung 1,4 bis dahin, also auch nicht allzu weit, und da sollten wir dann eventuell weitere Rothirsche finden. Dammhirsch, wie gesagt, haben wir vielleicht die Möglichkeit, und alles andere wird hier der heutige Tag zeigen, die heutige Folge, was wir hier alles an Tieren antreffen. Ja, damit schauen wir uns nicht lange auf sich warten lassen. Allerdings stand der 40 Meter vor mir hier im Busch drin, sodass ich da gar keine Reaktionszeit mehr hatte. Der hat direkt gecallt und dann war er weg. Also ein bisschen hier versteckt in den Büschen. Aber Dammhirsche, wie gesagt, auf jeden Fall hier vorhanden. Da ist jetzt noch einer, nur bis 20 Meter, war sogar noch ein Zweiter. Also die hier so nah, aber die machen sich halt auch nicht eher bemerkbar, ne? Was halt wirklich super schwierig macht, die dann zu sehen. Dann sehen wir ihn noch schnell laufen. Also ein bisschen problematisch, wenn die halt so ruhig bleiben. Und wir die hier im Wald erst so spät sehen, wenn sie erst abspringen. Obwohl wir sie eigentlich relativ nah dran hätten, um sie gut bejagen zu können und auch callen zu können. Aber ich gar nicht weiß, ob ich den Dammhirschkoller dabei habe, eigentlich zu sein. Was hören wir dahinter? Da hinten ist auf jeden Fall auch noch ein Geräusch. Dann haben wir auch am Abspringen. Boah, warum sind die denn so scheu hier? Warum sind die so scheu? Das ist auch ein Dammhirsch gewesen. War das der von da oben? Nee, der ist nach da oben geflohen, oder nicht? Da muss irgendwas anderes gewesen sein. Aber ja, Tiere hier ein bisschen zurückhaltend, aber da vorne sehen wir dafür einen Dammhirsch, der da auf der Wiese steht, ein Jungtier allerdings. Aber ich habe auch keinen Caller dabei, habe ich gerade gesehen, für Dammhirsche. Das heißt, wir haben auch nicht so viele Optionen, uns da jetzt passend hier rauszusuchen, ne? Der steht da auf guten 200 Meter Entfernung. Ja, wir können natürlich versuchen, den da schon zu schießen, aber da oben auch noch einer. Vielleicht pirschen wir uns noch ein bisschen näher ran. Weil den da oben, den sehe ich halt auch nicht, ne? Da hätten wir natürlich jetzt hier ein ganz gutes Schussfeld, aber Jungtier ungerne, sage ich. Aber er scheint da halt wirklich komplett alleine zu stehen. Ich kann hier links und rechts nichts weiter erkennen. Weiß nicht, ob die ganze Gruppe hier so gesplittet ist von diesen Dammhirschen oder oben. Da sehe ich auch ein Dammhirsch-Jungtier. Erwachsenes Weibchen. Ausgewachsene Einser habe ich gesehen. Ich habe einen ausgewachsenen Einser da gesehen gerade. Hundertprozentig ist da einer bei. Ja, da nämlich. Ausgewachsene Einser. Ist das der Rücken, den wir da gesehen haben? Jetzt kann nicht der hier vorne gewesen sein. Oder das war nämlich das Jungtier, glaube ich. Oh, schwierige Lage da, vor allem den richtigen dann da zu spotten. Da ist auch ein erwachsener Einser. Ich glaube, die Gruppe ist generell relativ schlecht. Ich würde natürlich am liebsten jetzt den Ausgewachsenen schießen. Wenn wir jetzt den erwachsenen Einser schießen, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es hat sich das Jungtier da vorgeschoben. Okay, wir brauchen ein bisschen bessere Position, würde ich behaupten. Die haben mich auch schon fast wieder hier wahrgenommen. Ja, das ist das Jungtier, was wir da sehen. Der zieht runter. Und dahinter steht ein anderer. Ich glaube, den schießen wir. Ist ja letztendlich egal, ob das der Erwachsene oder der Ausgewachsene ist. Der Ausgewachsene wäre mir lieber, aber ja, da, wenn er da frei steht. Er steht aber nicht frei, ne? Da ist noch einer im Weg. Wer ist denn da im Weg? Ein weiblicher. Der müssen wir den Schussfeld. Das Schussfeld halt freigeben. Warte mal, wer ist er denn da hinten? Ist er auch ein männlicher? Weil er ist auch alt, glaube ich.
Von der Fellfärbung her. Ich kann auch nicht erkennen, ob es ein männlicher ist, weil er da auch so ein bisschen... Ja, das Jungtier verdeckt halt hier vorne alles, ne? Das würde ich komplett da... Da oben ist auch ein Jungtier, glaube ich, männliches. Das sehen wir da schon. Noch sehr helles Fell. Und die, die wir schießen können, die stehen so ein bisschen unten drin. Er schaut. Ah. Freund, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Du nimmst deine Kumpaner ganz schön in Schutz. Oh, ja, das war nicht so schlecht, glaube ich. Aber ist auch schon älter da. Aber er steht natürlich genau hinter so einem weiblichen und hinterm Baum. Das ist auch keine Riese. Aber auf jeden Fall ist er älter. Würde ich so vom Erscheinungsbild sagen. Wenn der jetzt da weiter nach vorne zieht ein Stück. Da sehen wir auch hier den anderen. Boah. Ich hoffe, dass wir den gut getroffen haben. Dass wir da gut weggekommen sind bei dem Schuss. Der war schon eine haarige Nummer. Aber da haben wir zumindest die Gruppe gesehen. Also hat sich gelohnt, dass wir hier gewartet haben. Und nicht den Jungen da unten geschossen haben, das Jungtier. Der Schuss war jetzt ein bisschen weit vorne, weil ich den relativ weit vorne platzieren musste. Ich hoffe, das einfach für die Lunge gereicht hat am Ende des Tages. Wir sehen hier, glaube ich, den Anschuss, wenn er das ist. Und der sieht eigentlich gut aus, oder? Ja, rosa. Hier oben ist er weggezogen. Wir haben hier seine Fährte, da können wir jetzt dranbleiben und dann... Bin ich gespannt, welchen wir da erwischt haben. Ob der Erwachsene, der Ausgewachsene, ich hoffe nur kein Jungtier. Aber vom Erscheinungsbild war so ein bisschen verdeckt, ne? Aber ich glaube, so vom Kopf-Nacken-Bereich her müsste der relativ alt gewesen sein. Dann sehen wir jetzt hier ähnlich, weil er so ein bisschen blinkt und leuchtet. Hier sehen wir den Schuss, bisschen weit vorne natürlich, aber wir sehen hier vorne die Lunge noch so ein bisschen angekratzt, war ein bisschen riskant. Ausgewachsener, das war der Einser sogar. Der ausgewachsene Einser, den wir geschossen haben. Ja, perfekt, also alles richtig gemacht hier. Ist echt ganz gut, dass wir mittlerweile so gemacht haben, dass man mit einem Fell relativ gut erkennen kann, ne? Ob der jetzt alt ist oder ausgewachsen oder ein Jungtier. Aber das war natürlich hier perfekt, da haben wir gut gewartet. Den alten Einser rausgeschossen und alles richtig gemacht. Und da sehen wir schon wieder Rothirsche auf die Wiese ziehen. Zwei erwachsene Einser, die sehen auch sehr schlecht aus, muss man sagen, vom Geweih her. Mal gucken, ob da noch irgendwas hinterher zieht. Wir warten mal ein bisschen, wir haben jetzt hier keinen Druck, denn die werden auf die Wiese ziehen. Können wir uns dann ganz in Ruhe angucken. Da haben wir nämlich so eine schöne offene Fläche vorne. Da unten weibliche reinziehen, da kommt auch noch ein weiblicher hinterher. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Gruppe bisher. Oh, da kommt ein männlicher, der ist ein bisschen besser. Ausgewachsener Zweier, vielleicht ein Abschlusskandidat. Dahinter ist auch noch ein männlicher. Den kann ich aber nicht spotten. Also ich würde mich bisher für den... Da kommt auch noch einer für den Zweier entscheiden. Ein ausgewachsener Vierer. Ist das vielleicht die Gruppe, die wir schon mal gesehen haben beim letzten Mal? Und ist er da noch? Das ist die Doppel-Vierer-Gruppe gewesen? Ah ja, das war der, ne? Der Dreier, der Vierer und das hier. Dann ist natürlich noch ein Zweier mit drin. Dann würde ich sagen, schieß mal den Zweier noch raus. Ist da noch ein Vierer? Ne, das ist der Zweier, ne? Okay. Also müssen wir uns jetzt merken, welcher das ist da vorne. Wenn er da rauszieht, er ist es auf jeden Fall. 200 Meter ungefähr. Dürfen wir nur nicht verlieren hinter dem Busch. Da sind wir noch drauf. Da sind wir auch noch drauf. Er ist es. Er ist es. Bleibt frei stehen. Ich will dahinter keinen... Treffen, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, Durchschuss dürfte da eh nicht passieren. Insofern haben wir den auch noch erwischt und da sehen wir ihn laufen. Jetzt ist auch so eine kleine Wiesenfeldfläche, auch interessant, ne? Habe ich vorher auch noch nie gesehen hier, weil ich hier noch nie gewesen bin. So entdeckt man hier immer noch richtig coole Orte, wo die Tiere sich dann auch hier aufhalten. Er hat sich abgelegt und das heißt, wir können hier runter ins offene Gelände. Hatten wir natürlich das Glück, dass die Rothirsche genau in dem Moment da aus dieser kleinen Waldliche rausgezogen sind. Aber es war genau die Rothirsche, die wir beim letzten Mal, wo wir beim letzten Mal den Vierer rausgeschossen haben, ne? Gut, dass wir jetzt noch den Zweier auch noch rausschießen konnten.
Denn jetzt haben wir den Dreier da drin und den Vierer. Damit können die ihre Genetik weitergeben. Und den Zweier hier, den kleinen, den haben wir da schön noch rausschießen können. Wir haben die ganze Gruppe gesehen, ein Jungtier dabei. Und ich glaube, dass die auf jeden Fall eine gute Zukunft hat, die Gruppe. Da werden wir sicherlich auch schöne Trophäen rausbekommen auf Dauer. Auf Weg zu dem habe ich aber hier noch einen Tier entdeckt hinter dem Busch da, ne? Da nämlich. Gerade hier auf dem Weg zum Einsammeln gewesen. Und hier so einen kleinen Knackser von links bekommen. Könnte der junge Damm hier sein, den wir gerade schon mal hier hatten, oder? Aber der scheint wirklich alleine zu sein. Ich glaube, den schießen wir einfach. Weil der hier außer von jeglicher Gruppe steht, ne? Da sehen wir ihn. Ja, das wird dasselbe Damm hier, den wir schon mal hatten. Und jetzt sehen wir auch ganz deutlich hier, dass der nichts bei hat. Also kein Kompagnon irgendwo. Deshalb würde ich sagen, können wir den hier auf jeden Fall mitnehmen. Und den auch legen mit einem Schuss ins Herz, würde ich sagen. Haben wir getroffen, oder? Gucken wir uns einmal an. Und dann können wir darüber gehen zu unserem Mothirsch, der auch auf der Wiese liegt. Aber auch der hier wieder aus diesem kleinen Waldstück hier rausgezogen. Auch hier, ne? Eigentlich eine geile Fläche für einen Hochsitz. Um hier dann die Tiere zu bejagen, die hier so rausziehen auf die Wiesen. Auch hier, guck mal, sehen wir sogar noch hier Grauwolf, der hier am Esen ist. Und ich höre sogar noch einen Fuchs irgendwo, um ehrlich zu sein. Aber weiß nicht, wo der hier ist in dem Gras. Wir holen jetzt erstmal hier den Dammhirsch. Da sehen wir es, Schuss ins Herz tatsächlich. Der hat auf jeden Fall gepasst und 61%. Ja, wäre jetzt auch kein Riese geworden. Insofern gut, dass wir den dann erstmal rausgenommen haben. Da hinter mir im Wald schon wieder irgendwelche Geräuschindikatoren. Könnte die andere Gruppe Dammhirsche sein. Aber auch irgendwas komplett anderes. Sehe ich aber jetzt von hier aus erstmal nichts, weil da so ein bisschen... Oh, da wird, konnte ich jemand spotten, ne? Genau in dem Moment dann da weggetappt. Da, Dammhirsch, Jungtier. Ja, das wird wahrscheinlich die Gruppe sein, die wir... Da vorne ist auch einer am... Der ausgewachsene Vierer. Den hatten wir, glaube ich, gerade auch schon gesehen. Das wird die Gruppe sein, ne? War da noch irgendeiner drin? Den ausgewachsenen Vierer haben wir da einen gesehen? Das ist eine andere Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr. Ein ausgewachsener Vierer würde ich eigentlich schon verschießen wollen. Ich glaube, wir schießen den mal. Denn, weiß ja nicht, wie alt der noch wird. Wenn er da gleich rauszieht. Auch ein guter Kandidat, würde ich sagen. Schuss vielleicht ein bisschen tief gewesen, aber den holen wir uns gleich. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber zu unserem kleinen Rothirsch, den wir natürlich hier auch noch hinter uns liegen haben. Den haben wir geschossen, dann holen wir uns da hinten den Trophäenhirsch. Aber hier Transsilvanien, also die Schlucht, die wir jetzt hier echt abgesucht haben in der gestrigen Folge und heute, echt sehr gute Tiere, ne? Sehr viele Vierer, sehr gute Trophäen hier drin. Hier der Kleine mit 58%. Aber wirklich sehr, sehr viele Vierertiere hier, ne? Da bin ich echt sehr gespannt. Hier Rothirsch haben wir noch auf jeden Fall. Ein Vierer und ein Dreier stehen. Und damit haben wir jetzt mal geschossen. Ein Goldschakal ist da auch noch. Eieiei, guck mal, ich hab schon vergessen, dass es hier Schakale gibt, ey. Die kamen irgendwann nachträglich ins Spiel, ne? Aber wir holen uns jetzt erstmal da hinten den Dammhirsch. Ich hoffe, dass wir den halbwegs getroffen haben. Ja, Schuss vielleicht ein bisschen tief. Ich bin auf Herz gegangen, aber... Das habe ich nicht getroffen. Dementsprechend ist die Kugel vielleicht ein bisschen drunter geschrammt. Aber ich hoffe, das gepasst hat. Auch da wieder irgendwelche Tiere, die da abspringen. Gucken wir mal. Müsste irgendwo hier gewesen sein. An den Stein da vorne. Direkt vorm Stein hat er gestanden, ne? Hier müsste jetzt der Anschluss sein. Der ist auch hier. Ja, ja, der sieht nicht gut aus, glaube ich. Ah, rot, kleine Menge des Blut. Okay. Der wird überleben. Okay, wir wissen, wir haben einen angeschossenen Vierer im Revier. Der wird auf jeden Fall nicht sterben. Und der ist alarmiert. Den werden wir auch nicht kriegen. Was hat der Alarmanlage oder was? Die scheinen aber auch nicht wegzulaufen, oder? Nee, da vorne ist er. Da vorne ist er. Der Schakal. Dann nehmen wir den halt.
Ich bin jetzt einfach zu dem hingelaufen, ne? Der ist hier einfach... einfach so stehen geblieben. Ja, und haben wir hier Ruhrgebiet von einem Schakal und wir haben ihn hier dann noch erwischen können. Goldschakal, weiß gar nicht, spottet jetzt hier, erwachsener, weiblicher Schakal, den wir da haben, nehmen wir natürlich dann mit, wenn er uns hier schon entgegenkommt. Und hier haben wir schon eine Wiese, aber die brauchen wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen hier für die heutige Folge Feierabend, auch wenn er gut was erlegt. Und wir haben jetzt hier so einen Wiesenabschnitt noch entdeckt, hier unten in dem Bereich. Auch ganz interessant auf jeden Fall. Sind natürlich jetzt ein bisschen hier abgekommen von unserem eigentlichen Plan da unten, aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Stelle entdeckt. Und wir wissen, dass wir da gute Rothirsche und noch einen Vierer-Damirsch haben, die wir uns nochmal jemand angucken sollten. Ja, das gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.